Ja, ein neuer Tag, ein neues Glück. Ja, nach langem Hin und Her habe ich mich jetzt überlegt, dazu entschlossen, den Zylinderkopf mal runterzunehmen und mir das mal anzuschauen, weil halt durch den Auslassbohrungen sah der ja, Kolben ziemlich eingebrannt aus. Ich habe da so ein bisschen Angst, dass da auf der anderen Seite noch ein paar Riefen drin sind und dass ich dann irgendwann mal bei einer gemütlichen Sonntagsausfahrt liegen bleibe und mich dann frage, Mensch, hätte ich doch damals das mal gemacht. Ja, um das auszuschließen, habe ich mal aufgemacht. Es sieht ähnlich schlecht aus wie befürchtet. Ja, wenn man sich diesen Zylinderkopf mal anschaut. Ja, das sind schon böse Ölverkorkungen und Ablagerungen. Richtig gut sieht das nicht mehr aus. Und auch hier setze ich das Bild fort, was ich gestern gezeigt habe. Jede Menge Öl. Ja, das läuft hier schon wieder raus. Hier vorne. Ja, also wenn ich mir das anschaue. Gut geölt ist halb gefahren, aber in dem Falle ist es doch ja eher nicht so gut. Auch der Kolben sehr, sehr schwarz, verkorkt, sehr fest. Naja, mal gucken, wie die Laufbahn vom Zylinder aussehen. Ja, also wie befürchtet, also der Kolben, der hat den Großteil seines Arbeitslebens schlichtweg einfach hinter sich. Sind, die Kolbenringe sind zwar noch nicht fest, aber der Einbrand, der geht ja wirklich ziemlich weit runter. Ja, das Ding ist einfach durch. Auch der, ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen, der Zylinder an sich, der hat Laufspuren, auch wenn nicht besonders schlimme, aber sie sind halt da und irgendwas vom Kreuzschliff ist hier überhaupt nicht mehr zu sehen. Ja, der hat einfach nach 20.000 Kilometern ist der einfach stark abgenutzt. Wobei, ist jetzt eine Mutmaßung, ne? Aber ich habe schon Kolben gesehen, die hatten 25, 28.000 Kilometer drunter und die sahen nicht so schlimm aus. Ne? Okay, aber ich will keinem was unterstellen, keinen Bösen was wollen, dass man da an der Tachowelle gedreht hat. Ich glaube halt, das ist jetzt hier mal so. Tja, mal gucken, wie es weitergeht. Ja, ich wusste ja, dass die Sache eskaliert. Ich dachte, naja, lass den Motorblock schon mal hier, mach mal das Polrad runter und guck dir mal den Simmering an. Ja, und na klar. Ja. Der fängt jetzt an zu süffen und das wird auch nicht mal besser, wenn ich jetzt den Motor laufen lasse nach ja, fast 7 Jahren, 8 Jahren Standzeit. Ja, ist jetzt sicherlich nicht mehr der Akt, weil ja eh schon alles ausgebaut ist, aber. So kommt eins zum anderen. Ja. Das ist jetzt noch nicht so tragisch, ja, aber es wird nicht besser. Ja, wie es im Leben so ist. Jetzt nehme ich den Motor auseinander. Also ich trenne die Motorschalen. Der Simmerring, der auf der einen Seite ja so ja, leicht anfing undicht zu werden, der wird von innen montiert. Ist also von der Seite gar nicht rauszuziehen. Also muss man den Motor trennen. Ja, und dann kommt man erst an den Simmerring dran. Tja, hatte ich zwar nicht vor, aber was soll's. Und wenn ich jetzt die Simmerringe neu mache und der Motor offen ist, na klar, dann packen wir auch ein paar neue Lager rein. Ja, ist vollbracht. Motor ist geteilt, Kurbelwelle ist raus. Ja, war jetzt vom Aufwand her nicht so die Herausforderung. Motor ließ sich gut teilen, Lager konnte ich schon gut auspressen, ja, beziehungsweise rausschlagen. Ja, Simmerring sieht man hier, der ist tatsächlich von der Innenseite reingesteckt. Ja, nach vorne ist so ein sich verjüngernder Kranzring, da kriegt man den nicht raus, also nach hinten noch raus. Ja, neuer Simmerring rein. Es ist keine Papierdichtung verbaut. Ich habe auch so ein bisschen gewundert, wenn überhaupt maximal so ein bisschen Dichtungspaste bei der Montage. Okay, das macht die Sache für mich auch einfacher. Bisschen Black Seal und dann ist gut. Ja, so weit, so gut. War zwar alles nicht geplant, aber was soll's. Und das Lager tatsächlich, es reibt schon so ein bisschen. Es ist noch nicht doll, aber neu ist besser. Allerdings, wenn ich die Typenbezeichnung wieder sehe, dann weiß ich, das ist wieder so ein Lager, das kostet das Stück 20 Euro. Aber mal gucken.